Hallo allerseits, bitte aktualisieren Sie mich mit den neuesten Informationen. Frauenfreundschaften sind etwas ganz Besonderes. Über die Freundschaft zur Schwägerin Kira hat Maite Kelle jetzt einen Song geschrieben und veröffentlicht. Schaut man sich Maite Kellys 39 Video zum Song Das es uns noch gibt an, sieht man sofort die Ähnlichkeit der Schauspielerin zur Sängerin. Und tatsächlich. Die junge Frau im Video spielt eine junge Maite und ihr dunkelhaariges Pendant dazu soll Schwägerin Kira, 41, darstellen. Im Interview mit dem Morgenmagazin der ARD sprach sie jetzt über die Freundschaft der beiden. Was viele nicht wissen, Kira war zuerst Maites beste Freundin, ehe sie Angelos Freundin und später Ehefrau wurde. Die beiden Mädels waren wie Pech und Schwefel, wir grillten auf Alu und schliefen auf Sand. Wir lachten und tanzten uns um den Verstand, singt Maite. Tatsächlich verliefen die Leben der beiden irgendwann in andere Richtungen. Kira und ich sind die erste große Freundschaftsliebe unseres Lebens. Wir waren 8 Jahre wirklich unzertrennlich. Ich darf sagen, dass sie zu meiner Schwester geworden ist. Die beiden Mädels trennt nur ein Jahr Altersunterschied, kennengelernt hatten sie sich als Teenies 1991 bei einem Konzert in Warnemünde. Damals war nicht nur Maite fasziniert von Kira, sondern auch Angelo, 37, der sich sofort in die fast 3 Jahre ältere neue Freundin seiner Schwester verliebte. Seit 1998 sind Angelo und Kira jetzt schon ein Paar, die Freundinnen Maite und Kira gingen irgendwann unterschiedliche Wege. Spätestens als Angelo mit ihr und den gemeinsamen Kids nach Irland auswanderte, wurde der Kontakt vermutlich weniger. Doch die Frauen verstehen sich auch heute noch blind. Sie ist sehr busy mit so vielen Kindern und ich habe meinen Weg. Aber wenn wir uns sehen, brauchen wir nur einen Blick und wir wissen, wie es dem anderen geht, erklärt Maite die Freundschaft heute. Aus den Augen aber nicht aus dem Sinn und jetzt auch aufs Ohr. Der Song hat wirklich Ohrwurmpotenzial und ist die wohl schönste Freundschaftsliebeserklärung, die Maite Kira machen konnte. Vielen Dank fürs Zuschauen.